Moin moin meine lieben Freunde der gruseligen Unterhaltung. Willkommen zurück bei Dark Souls und wir befinden uns wieder in den Untiefen und wie man sehen kann, haben wir den Fluch beim letzten Mal ja ausgelöscht sozusagen, dass wir den nicht mehr haben. Jetzt müssen wir uns gucken, wie wir hier weiterkommen. Hier sind diese kleinen Schleimdinger nach oben, da müssen wir schon noch was mit runterfallen. So. Und zurück, zurück! Uiuiui. Okay. Machen trotzdem ein bisschen Energie wieder rein. Muss ich gleich erwischen hier? So, haben wir auch erledigt. Eine große Scherbe, auch nicht schlecht. So, komm her. So, wir haben ja jetzt den Schlüssel von der Ratte. Kriegen wir. Oh, da ist sogar ein Leuchtfeuer. Wie cool ist das denn? Das ist. Auf sowas habe ich natürlich gehofft. Entfachen wir mal. So, können wir nicht irgendwie aufsteigen oder so? Noch nicht, ne? Aber wir können unsere Waffe vielleicht verstärken. Nein, können wir nicht. Unsere Rüstung verstärken? Könnten wir mit der großen Scherbe. Machen wir einfach mal. So. Wir können auf jeden Fall ein bisschen was reparieren. Rüstung auch. So, haben wir auf jeden Fall alles wieder schön gemacht. Und dann müssen wir mal gucken. Ich habe ja diese bodenlose Kiste. Ich würde auf jeden Fall mal meinen Bogen mitnehmen. Den habe ich doch irgendwo hier. Ah, den habe ich ja dabei. Gut. Keine Pfeile dafür, ne? Ne, die Armbrust wollte ich noch mitnehmen, genau. Zack. Oh. Armbrust nehmen wir auch noch mit. Perfekt. Ja gut, sind wir doch schon ein einiges Stückchen weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass es hier noch so ein Ding gibt, aber das ist natürlich gut für uns. Oh, an den können wir uns, glaube ich, ranschleichen vielleicht. Suchen wir mal. Naja, das ist schon echt noch rangehen, ne? So, hier oben sind noch die anderen Viecher. Wir müssen uns aber leider nicht drum kümmern, denn wir können direkt hier durchgehen. So, hier war die große Ratte, die wir vorher mal gesehen hatten, immer. Die haben wir ganz nett platt gemacht. Gibt's noch da die Ratten? Da gibt's Schleim. Frage, ob wir die Ratten überhaupt platt machen müssen hier. Warte mal. Ich wusste das. Ah, Mist. Okay, müssen zurück. Vergiftung abbekommen. Okay, aber wir haben sowas hier. Nehmen wir schnell mal. Das kriegt man. Ah. Drin. Nein! Ah, ich wollte das gar nicht nehmen. Na, egal. Jetzt zu spät. Müssen wir uns mal welches von besorgen. Findet man im Garten. Da haben wir es ein zwei, dreimal gefunden. Ist dann so. Das haben wir natürlich verballert, leider. Dann tun wir hier auf jeden Fall nichts mehr. Ja, komm. Mal klein machen hier. Ach, der hätte ich letztes Mal schon. Mann.
shit. Ich habe kein Zeug mehr. Also müssen die Vergiftung ausharren. Das ist ärgerlich. Die haut wirklich rein, die Vergiftung. Ah, das ist natürlich blöd. Ja, müssen wir aber jetzt drauf achten. Lebt natürlich runter. Das ist natürlich doof. Eigentlich müssen wir hier gar nicht längs, fällt mir gerade ein. Und da kommen wir ja eh nicht mehr durch, ne? Das Gitter ist dazu. Das macht es nicht viel Sinn. Wir können auch einen anderen Weg eigentlich laufen. Denn da kommen wir nicht weiter. Genau. Mal zurück. Hoch. Kann man eigentlich durchlaufen oder stirbt man denn? Essen's mal. Wir laufen wieder auf. Gut. Ach, diese Vergiftung, die ist schon scheiße, ne? Verbraucht man so viel Leben von. Ah, ich hätte mich natürlich einmal entfachen können bei. Rein, aber egal. So, gehen wir runter zum. Gehen wir einen anderen Weg beim. Was? Welcher Ernst? So. Wir sind uns gleich vorbei und dann können wir uns einmal heilen, richtig heilen. So. Jetzt sind wir wieder fit. Haben uns aber natürlich alles verbraten, was wir so hatten. Was ärgerlich ist. Hier hinten müssen wir durch. Sehe ich schon einen anderen Weg wieder, für eine Abkürzung wahrscheinlich später. Der Spacken. Okay. So, wir haben aber hier hinten noch einen Weg, wo wir längs können. Da gehen wir jetzt auch links. Aber jetzt wird's. Ist ein bisschen knifflig, glaube ich. Nein! Immer diese Kackvergiftung! Kann ich auch nichts gegen machen, das ist das Blöde. Ah, wie ärgerlich ist das denn jetzt schon wieder? So, hier sind die ganzen Sachen drin, diesen blöden Zauberer. Wo wir jetzt mal draufgegangen sind. Kriegen wir eh nicht mehr hin, mit zwei Flaschen sich zu heilen hier und das alles kriegen wir nicht mehr hin. Und vielleicht kriegen wir es noch hin, unsere Sachen zu holen. Oh. Hier rein?
Die Ratten kommen wirklich nicht zu mir, ne? Oh. Naja gut. Halb so schlimm, wir waren eh vergiftet. Könnten wir nochmal hinlaufen. Und es ist ja nicht weit, wir haben ja ein Lagerfeuer gemacht. Aber wir müssen nur unsere Sachen hier wieder bekommen, weil ohne die Sachen kommen wir hier nirgends wie weiter. Das wäre schon sehr schade. So. Habe auch nicht erwartet, dass wir es jetzt schaffen. Denn wir wären, wenn durch die Vergiftung tot gegangen, wären wir wahrscheinlich gestorben. Aber das Gute ist, dass wir hier sind und gleich wieder hier anfangen können. Das ist natürlich perfekt. So, und denen laufen alle vorbei. Nein, lauf! Ich häng bleiben. Oh. Weil ich noch das Aiming an hatte. Das war natürlich schlecht. So. Oh, wir sind ja, so weit sind wir ja gar nicht entfernt davon, ne? Den holen wir uns jetzt in den vermaledeiten Priester da. Der uns da die ganze Zeit abschießt. Der hat ganz schön gut Damage, muss man sagen. Aber ich glaube, der hält ja nichts aus. Also von daher lass es egal sein. So, wir gehen hier durch. So, ein Wurm mehr. Okay. Okay. Hässliche Köder, oder? Die nehme ich ein bisschen an die Hunde von Resident Evil. Natürlich dumm. Könnt ihr euch daran erinnern? An die Hunde von Resident Evil 1? Und doch auch so hässlich. Doch gar nicht. Blöde Köter, ne? Also die Hunde, die nerven schon so ein bisschen. Na gut. Will ich gar nicht töten da hinten, denke ich. Dann direkt hier runterhüpfen. Zack. Wenn wir drauf gehen hier. Bringen wir sicherheitshalber ein. Ah, wir hätten natürlich eine Menschlichkeit da opfern können. Hätten wir mehr Seelen gehabt. Nein. Nein, das gibt's doch gar nicht. Treffe ich dieses blöde Viech nicht? Dieses blöde Viech, ey. Scheiße, schon wieder vergiftet. Das ist doch kacke. Ey, wir müssen uns beeilen, damit wir unsere Sachen auf jeden Fall noch bekommen. Sonst sind wir nämlich gearscht da. Ah. Oh! Oh, komm schon. Scheiße, Mann. Ah, wieder nicht aufgepasst, ne? Das geht dann schon auf den Sack. So, da hinten sind unsere Sachen. Können wir ein paar Ratten anlocken? So, trinken wir es. Dann versuchen wir mal, die Ratten da hinten anzulocken. Und zwar. Bin ich nicht noch hier? Nein. Zack.
Eieiei, hau doch auch rein, ne? Ja, okay. Auch schlecht geschossen von mir, das gebe ich zu. Okay, wir haben den wieder. Wir rennen einmal raus. Und zurück. Und durch da. Och Mann, scheiße. Echt. So ein Mist. Wieso kann ich die ja nicht anlocken? Wieso kommen die denn nicht zu mir, diese blöden Mistviecher? Habe ich das ganze Zeug da verloren, was wir da liegen hatten? Das ist wirklich ärgerlich. Ein bisschen mehr Leben bräuchten wir schon hier unten für. Das heißt, wir werden hier mal kurz. Ach, können wir ja gar nicht. Wir müssen erstmal. Oh, haben wir nicht Basilien hier drin. Jetzt noch zwei. Höhle umkehren. Menschliche Gestalt wieder. Gut. Und einmal entfachen. So, haben wir 10. Das müsste dann vielleicht besser gehen. Wir müssen jetzt echt nur aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwie was abbekommen von diesem scheiß Gift. Das ist wirklich nervig. Also beim ersten Mal hat man Glück, beim zweiten Mal ist man vergiftet. So. Weiter. Ärgerlich. So, jetzt noch diese Hunde hier killen. An der Stelle, wo wir hinwollen. Seid ihr noch dran? Ach Mann. Runter. Hier runter. Dann sind wir auch schon wieder an der Stelle, fast. Jetzt müssen wir natürlich echt mal aufpassen, dass wir nicht wieder hier von den blöden Ratten da jedes Mal platt gemacht werden. Ratten, ich hasse Ratten. Hab ich schon erzählt, dass ich Ratten hasse? Oh, da ist sie schon wieder. So. Nicht vergiftet, das ist schon mal gut. Wenn wir rausfinden, wie die Locken am besten. Die Ratten am besten anlocken. Das ist das Einzige, was ein bisschen schwierig ist. Oh nein! Ich schon was trinken. Giftet, das ist schon mal gut. Jetzt sind die natürlich ein bisschen weg hier, die Ratten. Halt kurz an. Ach, guck mal, da habe ich getroffen. Okay. Das ist, wenn er mich trifft mit dem Schild. Okay, also ich bin trotzdem Schaden. Okay, wir holen uns jetzt mit den Ratten da. Oh nein! Nein! Komm nicht weg! Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Da hab ich von hinten erwischt, ne?
Scheiße, da. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wir probieren es noch einmal. Und dann habe ich auch keine Lust mehr, glaube ich. Das ist lustig. Man hat, zwischendurch hat man mal einen Run, wo alles gut läuft. Und dann kommen wieder so Stellen. Da funktioniert irgendwie gar nichts, ne? Da unten schon weg, guck ich zu. Dumm ist er oben gegengehüpft. Hm? So. Ja. Und jetzt wieder an der gleichen Stelle wie immer. Das nervt. Jetzt vergiftet zu werden, nicht. Und diese Ratte, die nervt mich so, wenn sie hier im Weg liegt. Ja, guck mal, dann wird es sofort getroffen. Okay. Also unsere Sachen liegen da, die müssen wir eigentlich schon ganz gerne holen. Das ist bloß, dass der Typ noch die ganze Zeit schießt, ne? Ich verstehe nicht, warum die Ratten nicht mal zu mir kommen hier. Jetzt kommt er. Boah, die eine ist tot. Boah, super. Trink schnell was. Vergiften sind wir auch nicht. Muss die letzte Ratte natürlich auch nochmal hier reinbekommen. Oh. Trink. So, du Mistvieh. So, die ist tot. Jetzt haben wir noch den... Typen, der ist ja jetzt eigentlich nicht so schwierig. So, noch kurz hin. Hm. Oh, jetzt aber. Muss schon aufpassen. Nein! Ah, der haut so hart zu. Da kommt noch eine Ratte. Was ist das denn? Ach, tanzt er mich jetzt? Macht er mich aus da? Hat sich geheilt, dieser. Oh nee, komm. Nicht dein Ernst. Shit, ich brauche ihn hier hin. Ich kann ihn nicht umrunden, weil diese blöde Ratte auch da ist. Okay, pass auf, gehen wir hier hoch. Lass mich mal, du Spacko. Okay, da gehe ich glaube ich nicht rein. Da geht es bestimmt zu eng. Ein Boss oder sowas. Scheiße. Ich bin in einen Kalt gestellt da.
Nur noch Ratten. Die Ratten kommen auch nicht zu mir, ne? Die Spacko-Ratten. Wir warten kurz hier. Problem ist, super schwer ist er nicht, aber ich komme nicht von hinten ran an den gerade. Das ist ein bisschen nervig. Alter, wenn er mich trifft, dann ist er schon wieder Sense hier. Oh, kurz an. Mein Schwein. Wie kann man ihn da hinten nicht rauslocken? Warte, vielleicht kann ich ihn locken, wenn ich hier reingehe. Kommt er dann vielleicht dichter ran wieder? Ihn gar nicht, ne? Nicht mal die Ratten kommen. Nicht mal die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Aber könnte ich nicht an der Seite an ihm vorbeikommen? Aber jetzt macht er diesen Quatsch da, ne? Müssen wir abwarten, bis er diesen Quatsch da macht. Ah, Mann! Mal ausweichen. Okay, das war nicht so viel mit Ausweichen. Okay. So, du Spacko. Und die Ratten da. So. Oh, hier liegt jemand. Große Scherbe, auch nicht schlecht. Okay, eine Ratte. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt durch dieses scheiß Teil da durchzugehen. Ich wette, da kommt ein Boss, was sehr ätzend ist. Aber dann können wir uns den jeweils mal angucken. Ich glaube nicht, dass wir ihn schaffen mit. Wie viel Leben haben wir hier? Eine Flasche und. Na gut. Besten. Warte mal durch. Jetzt schon Angst. Na! Oh, jetzt kommt schon gleich wieder irgendein Viech angerannt hier. Über den Ziegenpeter. Schaut nicht so aus. Ein bisschen Angst hat man ja schon immer, ne? Bei jedem Schritt, den man macht, so. Da sind Ratten. Hier geht's runter. Okay, wir wollen aber nicht runter, wir wollen zu den Ratten wahrscheinlich. Die sind hier. Doch genau da, wo wir. Sind wir hier irgendwo rausgekommen? Okay. Also wir müssen auf jeden Fall eine Etage tiefer. Das sieht doch aus wie so ein Gebiet, wo man einfach gegen jemanden kämpfen soll, oder? So sieht es auf jeden Fall aus. Okay, dann gehen wir eine Etage tiefer. Wenn die das jetzt wollen, dann machen wir das natürlich auch.
Zumindest haben wir den Typen hier oben gekillt. Wird nicht nochmal auftauchen. Zumindest taucht er ja auch in der Kirche nicht auf, beziehungsweise da in der Kathedrale. Den gehen wir jetzt mal hier hin. Und mal rüberhüpfen, ne? Ich weiß nicht, wo wir denn da hinkommen. Ach, sind wir wieder hier, okay. Na gut, das macht ja gar keinen Sinn. Ja? Ja. Also so oder so müssen wir wahrscheinlich... Und hier kann man ja auch runterfallen. Also ich glaube, wir gehen... Ist eigentlich, glaube ich, egal, welchen Weg wir gehen. Wir gehen da hinten jetzt einfach mal runter. Dann kommen wir, glaube ich, zu diesen Glubschfröschen, die wirklich widerlich sind. Weil einen anderen Weg sehe ich gerade hier nicht. Auch ein bescheuerter Weg eigentlich, ne? Man denkt, man kommt hier irgendwo was Cooles hin. Aber nee, man kommt eigentlich nur an der gleichen Stelle raus, wo man vorher auch schon mal war. Aber nun ja. Hier runter. Oh. Oh, diese ekligen Viecher, die sind echt eklig. Und dann will ich nicht wieder verflucht werden. Das war so ätzend im letzten Mal. Ich auch durchs Gitter platt machen. Guck mal. Da muss einer weg. Eine Seele hier. Oh! Oh, shit, ey. Geben auch 200 Seelen, also die sehen gar nicht so gefährlich aus. Aber dadurch, dass sie 200 Seelen geben, weiß man ja eigentlich auch, dass sie doch sehr, sehr gefährlich sein können. Okay. Da ist auch noch einer. So runterfallen. Und kommt zu uns. Ist hier hochgehüpft? Ja, glaube ich nicht, ne? Aber kann hier hochspucken. Okay, okay. Dann müssen wir aufpassen. Aber wir könnten da hinten durch den Weg rein, glaube ich, ne? Dann machen wir mal. Busch vorbei. Nein! Shit. Das war ja dumm. Okay, hier ist auch einer. Ring des bösen Auges, was immer das bedeutet. Also noch mehr von den Viechern. Oh. Warten. Okay. Oh, des Todes. Okay.
Alter. Sie sehen ja irgendwie ganz niedlich aus, ne? Aber sind ja auch bös gefährlich. So, hier geht's wieder hoch. Müssen wir gucken, dass wir den kleinen Weg noch mal längs gehen, wo wir gerade eben rübergehüpft sind. Hier. Sind wir runtergefallen. Da kann man bestimmt rüberhüpfen und auf die andere Seite kommen. Gucken uns gleich mal an, wofür der Ring des Bösen ist. Da. Menschlichkeit bekommen. Na gut, können wir mal gebrauchen. Zurück. Mal ganz kurz gucken, ich würde mal interessieren, wofür der gut ist. Da. Absorbiert TP von gefallenen Gegnern. Das ist natürlich cool, den werden wir mal ansetzen. Das klingt ja richtig gut. Trefferpunkte von Gegnern. Ach, das ist doch dafür gedacht dann. Da. Ist für uns natürlich nicht schlecht. Wenn die sterben, kriegen wir wieder Leben. Perfekt. Ich weiß nicht, welchen Weg wir sollen. Hier zumindest gibt es jetzt nicht weiter. Und da sind wir gekommen. Ein Weg. Behaupte ich mal, geht es hier erstmal weiter. Nein, da auch nicht. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wo wir hin sollen. Mal. Hier runter. Noch andere Wege. Nö. Hä? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Die große Frage. Wahrscheinlich da runter, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger kaputt machen soll oder nicht, aber mich stören die einfach nur. Keine Wege. Ja. Oh. Nein, weg. So. Vielleicht unser letztes Getränk. Wo ist das? Achso, wir können auch mal ganz kurz die Armbrust wegmachen und da wieder unser Schwert hinpacken. Ja. Obwohl ich irgendwie damit besser treffe. Oh, du blödes Viech. Ich glaube, dass du willst. Den bist du sowieso. So ein Viech auf dem Boden. Aber noch andere Viecher sind. Eine Ratte da hinten. Großer Wasserfall.
Aha, da ist noch eine Ratte. Ah, oh nein, ich hab dir nicht nach oben geguckt. Oh, wie dumm. Weg. Oh, das war ja blöd. Oh, dumm. Hab ich echt nicht nach oben geguckt. Das ärgert mich total gerade. Aber es war gar nicht so viel Energie. Ich dachte, ich verliere mehr Energie oder mehr Leben. Die locken einen doch immer in eine Falle, oder? Wenn man da irgendwo hinterher geht? Hören wir so vor. So. Sind auf der anderen Seite. Guck mal, vorher waren wir da drüben. Hier. Okay, aber bevor wir hier weitergehen, hier unten konnten wir auch noch irgendwas einsammeln, ne? Lag da noch so einiges rum. Oder bin ich vergessen? Da kommen wir hier rein. Da ist doch jemand. Hi, Shemai. Grüße dir, ich wünsche euch einen guten Tag. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Gucken wir mal. Goldharz, natürlich ganz gut. Gerades Kristallschwert. Hier ein paar Pfeile können wir noch kaufen. Eine Rüstung erholen. Können wir mal ein paar Pfeile kaufen, auf jeden Fall. Einfach nur zum Pullen, das müssen gar keine großen Pfeile sein. Hier so ein billige. So. Was kann das sein? Oder fürs Goldharz haben? 1000. Nehmen wir trotzdem einmal mit. Einmal quasi. Thank you. That was a fine trip. I have this funny feeling with me. Die kann man öffnen. Sieht aber noch aus, ob da irgendwas passiert. Deswegen gehen wir doch nochmal den Weg hier hoch und kontrollieren mal oben, ob da noch irgendwas ist. Oder weiter reingehen. Weil wir haben hier kein Leben mehr, also hier kann nicht mehr passieren. Außer, dass wir vielleicht draufgehen. Aber nicht, dass wir hier oben eine Abkürzung oder irgendwas vergessen. Dann muss man nachher wieder 3 Kilometer laufen. Dabei hätte man eine Abkürzung nehmen können. Da kommen wir nicht durch. Kommt man da denn nicht durch? Tatsächlich nicht durch. Schade, schade. Gut, dann müssen wir wohl doch durch die Tür mal gehen. Was da passiert. Ja, ich würde sagen, das ist auch leid, segnen wahrscheinlich gleich das Zeitliche. Aber. Hier kann man einfach nichts mehr machen. Ich nehme auch den Weg, dann kriegen wir mal, ob wir die Tür aufkriegen. Kann man die auch gar nicht aufmachen, wir brauchen einen Schlüssel. Okay. Noch mal reden hier. Hi, Shemai. I adore. I'm afraid I don't see. Well, that is a shame. But no matter. Muss er noch einen anderen Weg geben denn? Hochgegangen? Und da sind wir gekommen und hier gibt es auch noch einen Weg, was nach oben geht. Dann mal da hoch. Oder auf jeden Fall Leben oder Gegner zu sehen, oder? Das ist bestimmt eine Abkürzung. Die Tür war auf jeden Fall verschlossen, von der anderen Seite mal. Ach, guck mal hier, jetzt sind wir da, okay. Wieder mal. Hier geht noch ein Weg nach oben. Erstmal nach oben hier. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, okay. Treppe.
sind die Ratten, okay. Scheiße, hat mich erwischt. Nicht tolle. So. Also haben wir eine Abkürzung gefunden, wie wir da runterkommen. Aber das Problem ist, wir kommen da ja immer noch nicht rein. Also wie kommen wir denn da rein, durch diese Tür? Wissen wir noch nicht. Das müssen wir beim nächsten Mal rausfinden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.